Ja, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Und wir befinden uns immer noch im Makoreaktor, den wir jetzt innerhalb der nächsten knapp 8 Minuten verlassen sollten. Ich habe schon viel zu sehr rumgetrödelt. Das Blöde ist, dass der Countdown natürlich auch während der Zufallskämpfe weiterläuft. Und die können wir eben nicht beeinflussen. Mein Ziel wird sein... Ah, toll, Angriff von hinten. Es gibt einen Trick, wie man den umgehen kann. Entweder funktioniert er noch nicht, weil ich es noch nicht gelernt habe. Oder ich habe gerade die Tastenbelegung etwas ungünstig eingestellt. Normalerweise sind es die beiden oberen Schultertasten. Mit denen könnte ich dann flüchten. Oder, falls ich von hinten angegriffen werde, könnte ich mich so schnell umdrehen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das bei diesem Teil überhaupt schon geht. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich wieder einen Satz angefangen und nicht zu Ende gebracht. Also, mein Ziel ist es eigentlich, möglichst viel offscreen zu leveln, damit meine Charaktere immer schön stark sind. Oh, Jessie hat hier ein kleines Problem. Ihr Bein steckt fest. Und die haben wir noch schnell befreit. Muss man nicht machen. Wenn man es nicht macht, geht es ja halt drauf. Ganz einfach. Entschuldigung. Ja, und Offscreen-Leveln, also deshalb auch, damit die Zufallskämpfe möglichst schnell immer vorüber sind. Wenn ich sie euch schon nicht ersparen kann, dann will ich sie wenigstens nicht unnötig lange ausgehen. Irgendwie habe ich gerade voll das Kratzen im Hals. So, mal schauen, ob wir jetzt hier heil rauskommen. Der Countdown, diese 10 Minuten, ist fair. Es ist gut machbar in der Zeit. Aber zu lange rumtrödeln sollte man trotzdem nicht. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir immer den jeweils richtigen ansprechen, der uns den Code entziffert. So. Ja, zum Thema, ich weiß jetzt gar nicht, da ich ja diese Folge direkt im Anschluss an die letzte aufnehme, weiß ich nicht mehr, habe ich es jetzt in dieser Folge gerade eben gesagt oder am Ende der letzten Folge. Wir werden uns also nicht nur in Midgar aufhalten und dann wird das Ganze ja doch wesentlich mehr noch den Titel Final Fantasy verdienen, als es jetzt am Anfang der Fall scheint. Im Moment ist es eher so ein Steampunk-Rollenspiel. Ist jetzt mein Spiel abgestürzt? Hallo? Nö. Alles wieder gut. Tut mir leid. So. Und für mich geht Final Fantasy eigentlich erst in dem Moment los. Oh, was ist denn jetzt schon wieder hier? Entschuldigung. Antivirenwarnung. Also Antivirenprogrammmitteilung so rum. Muss ich mal wieder updaten. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Verdammt nochmal. Das fängt ja gut an. Nein. Also es ist so, für mich fängt Final Fantasy VII erst in dem Moment an, in dem man Midgar verlässt. Sag ich einfach mal so. Ich meine, Midgar ist cool. Da sind ein paar richtig geile Bereiche, auf die ich mich echt schon richtig freue. Die auch nicht ganz ohne sind. Aber so richtig fängt es wirklich erst an, wenn man die Stadt verlässt. Dann kommt der eigentliche Charme von Final Fantasy VII erst richtig zur Geltung, wenn man quasi den Weltkartenmodus betritt. Und, oh Gott, wir haben noch so unfassbar viel vor uns. Ah, das sieht ganz gut aus im Augenblick. Jawohl, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja, ich würde sagen, die Bombe ist geplatzt. Das dürfte dem Planeten eine Atempause verschaffen. Ja. Okay, alle zurück. Noch eine Bombe? Yay. Okay, lasst uns verschwinden. Ja, ist eine gute Idee. Rendezvous an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Okay. Ja.
Du willst dein Geld? Warte, bis wir wieder im Versteck sind. Mhm. Okay, wir müssen jetzt also versuchen, zu dem Versteck zu gelangen. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Das Versteck ist Tifas Bar. Und wir folgen jetzt mal unauffällig Barrett. Sehen jetzt auch noch ein bisschen was von der Stadt. Und hier sehen wir schon die junge Frau, die wir in der Anfangscutscene gesehen haben. Ein Blumenmädchen. Was ist passiert? Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir ihr antworten. Soll sie verschwinden oder reden wir mit ihr? Wir reden mit ihr, oder? Über Blumen. Genau, wir sind mal nett zu ihr und sprechen sie auf ihre Blumen an. Sie kosten nur einen Gil. Ja, also ich meine, ein Gil ist ja wirklich gar nichts. Und für alle, die es vielleicht nicht sicher wissen, es ist nicht wichtig für das Spiel, welche Entscheidung wir treffen. Aber die Entscheidung hat trotzdem eine Auswirkung. Also, wir kaufen also eine Blume. Warum? Ich mag dieses Blumenmädchen. Die auch einen Namen hat, den wir noch nicht wissen. Den wir aber bald noch in Erfahrung bringen. Ja, zu der Frage, was diese Entscheidung bringt. Es wird viel, viel, viel später im Spiel einen Moment geben mit einer Cutscene. Und ich finde den Ausgang nicht. Und diese Cutscene, ja, kann auf unterschiedliche Arten verlaufen. Und das ist eben beeinflusst durch die Entscheidungen, die wir hier treffen, wie wir uns bestimmten Personen gegenüber verhalten. Es macht aber für das Spielgeschehen überhaupt nichts aus. Es ist auch nicht die Schluss-Cutscene. Es ist eine zwischendrin, die an sich für die Handlung keine Bedeutung hat. So. Und es kommen wieder Soldaten. Ich habe zu lange gezögert. Normalerweise würde ich jetzt hier eine ganze Zeit lang Soldaten bekämpfen, um eben hier schon mal ein paar XP zu sammeln, um vielleicht Tränke zu bekommen und vielleicht auch andere Gegenstände, um ein bisschen Geld zu verdienen, denn Geld werden wir noch jede Menge brauchen, aus verschiedenen Gründen, für Ausrüstung und für andere Sachen. Und wie gesagt, normalerweise würde ich mich jetzt einfach hier hinstellen und ein bisschen rumleveln, aber das möchte ich euch ja ganz gerne ersparen. Und deshalb schaue ich, dass ich hier wegkomme. Ja. Ich habe keine Zeit, mich mit euch zu balgen. Und deshalb nehmen wir einfach den nächsten Zug und verschwinden. Wir wollten uns ja sowieso am Bahnhof von Sektor 8 treffen und den Zug nehmen. Das haben wir jetzt quasi geschafft. Mhm. Cloud ist nicht gekommen, ja, wenn du wüsstest. Oh, machen sie sich schon Sorgen um uns, ne? Nein. Also Barrett mag uns zwar nicht sonderlich, aber er glaubt nicht, dass wir umgebracht worden sind. Jesse weiht uns schon nach. Na? Ja, meinst du, Cloud kämpft bis zum Ende für Avalanche? Ja, so sonderlich loyal wirken wir ja nicht, ne? Barrett kann das auch nicht einschätzen. Dafür tickt er jetzt ziemlich aus, okay. Barrett, was ist mit unserem Geld? Das ist immer eine berechtigte Frage. Es ist schon ziemlich unausgeglichen, ne? Und das Bild wackelt übrigens nicht, weil meine Aufnahme so schlecht ist, sondern weil wir uns eben in einem Zug befinden. Und da ist Cloud wieder da. Ich bin wohl etwas spät dran. Boah, sind wir cool, ha? Huh? Machst ja einen Riesenauftritt, ja, genau. Ist doch nichts dabei, mache ich doch immer so. Ich könnte gerade so reinkotzen, ja, also... egal, Mist. Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Du scherst dich um niemand anderen als dich selbst. Ja. Hast du dich um mich gesorgt? Oh, voll der Macho. Das ziehe ich dir von deinem Geld ab, du Angeber. Ja, das kann ich verstehen. Okay. Auf, Leute, folgt mir. Ja, ich muss jetzt sagen, ja, Cloud war klasse, genau. Er wird gerne als Held gefeiert. Ja, Cloud ist schon okay. Aber er ist jetzt, weiß Gott, nicht mein Lieblingscharakter. Da gibt's andere.
Dein Gesicht ist völlig schwarz. Oh Gott, ja. Weil ich mir ja dann als Mann von der Frau im Gesicht rumtatschen lassen würde. Hm. Alles klar. Danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Ja, wie gesagt, hätten wir ihr nicht geholfen, wäre uns diese Szene jetzt auch gerade erspart geblieben. Wir befinden uns jetzt also im Zug aus Sektor 8 Richtung Sektor 7. Okay. Im Moment müssen wir einfach nur der Handlung folgen. Im Moment haben wir auch keine Zufallskämpfe. Die kommen auch bald wieder. Und jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen quatschen und zusehen, dass der Zug ankommt. Ja, deswegen hasse ich den letzten Zug. Also wir sind schon mal keine Gruppe, die sonderlich guten Eindruck hinterlässt bei den anderen Fahrgästen. Und jetzt ist es übrigens, ich mache das immer schon so fast automatisch, ganz witzig, wenn man diesen Typen hier hinten anspricht, der da liegt. Und zwar möglichst immer, solange wir in diesem Zug sind. Also wir werden uns noch weiter durch den Zug bewegen und den sollten wir dann immer wieder ansprechen. Beziehungsweise bei der nächsten Gelegenheit. Werd nicht sentimental, hock dich hin und halt's Maul. Ja, alles klar. Der Zug ist noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich morgen sicher ändern. Ja, jetzt werden natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Eines Tages wird Avalanche berühmt und ich auch. Reden wir nochmal mit Jesse. Hey Cloud, willst du dir das mit mir ansehen? Eine Karte des Schienennetzes von Midgar. Wir können es uns mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Ich mag sowas. Bomben und Monitore, weißt du, so abgefahrenes Zeug. Voll abgefahrenen Monitor. Ja gut, da halt. Pass auf, gleich fängt es an. Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Der Maßstab ist 1 zu 10.000. Die obere Ebene liegt etwa 50 Meter über dem Boden. Der Hauptträger versorgt die Ebene im Zentrum. In jedem Sektor gibt es weitere Versorgungsträger. Der Reaktor 1, den wir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis zu Nummer 8. Die 8 Reaktoren versorgen Midgar mit Strom. Früher hatte jedes Viertel einen Namen, aber keiner in Midgar erinnert sich noch daran. Jetzt gibt es nur noch durchnummerierte Sektoren. So weit ist es gekommen. Ja. Puh, jetzt hierzu. Schau. Das ist der Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptträger herum. Wir müssen gleich ins Zentrum kommen. An jeder Kontrollstelle befindet sich ein ID-Sensor, der an die Zentraldatenbank im Shinra-Hauptquartier angeschlossen ist. Sie überprüft die Identität und den Lebenslauf von jedem Passagier hier im Zug. Totale Überwachung. Es ist wie in einem Staat, den es nicht mehr gibt. Jeder sieht, dass wir verdächtig sind. Deshalb haben wir gefälschte Ausweise. Ja. Letztendlich brauchen wir das alles gar nicht wissen. Wir mussten uns jetzt nichts davon merken. Keine Sorge. Ja. Und da kommt auch schon die Kontrolle. Wir sind im Ausweiskontrollbereich. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten reinkommen. Egal, wir sind sowieso schon fast oben. Glück gehabt. Es hat also geklappt. Und jetzt, schau, du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt es keine Tage und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben eine Stadt in mehreren Sektoren. Wie eine Torte im Endeffekt. Und oberhalb dieser Torte ist quasi wie eine Etagentorte. Wir haben also quasi noch eine zweite Etage und da ist dann sozusagen die Oberstadt, die obere Schicht der Stadt. Und in den Sektoren unten, da sind die Slums und ja, die Industriebereiche, die armen Leute, die es nie in den oberen Teil der Stadt schaffen. Eine schwebende Stadt, ja. Da wird einem ja mulmig. Ich glaube, wir kriegen sie gleich nochmal zu sehen, oder? Hätte nie gedacht, dass du sowas sagst. Du bist immer für eine Überraschung gut. Ja, so überraschend war das jetzt eigentlich auch nicht. Die Welt da oben, eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser gottverfluchten Scheibe, ach nee, sollte man nicht sagen, wegen dieser verfluchten Scheibe müssen die Leute hier unten leiden. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verdreckt. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Warum ziehen da nicht alle auf die Platte? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben. Oder vielleicht, weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Naja, pff. Ich weiß, keiner lebt hier freiwillig in den Slums. Es ist wie mit diesem Zug. Der kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Oh, jetzt wird's sehr philosophisch, ne?
jetzt gar nicht so viel gesehen. Ich dachte, man sieht die Stadt nochmal richtig. Und das mit diesem Typen, der da im Zug liegt, das ist später, nicht jetzt. Also da liegt auf jeden Fall dann ein Typ im Zug, den man bei jeder Gelegenheit ansprechen sollte. Und irgendwann kriegt man nämlich dann mal was von ihm. Jetzt sind wir erstmal am Bahnhof angekommen. Ich kann mich noch dran erinnern, bei mir war es gestern, deshalb kann ich mich noch dran erinnern, dass an dieser Stelle ich gerade mit dem Lars geschrieben habe. Also er hat gerade an dieser Stelle gespielt und hat mich gefragt, wo da der Speicherpunkt ist. Heda, kommt alle hier rüber. Okay, dann gehen wir mal hin. Die Mission war ein Erfolg, aber ihr dürft euch nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Teil kommt erst noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Ja, wir haben ja gehört, es gibt mehrere Reaktoren. So rum. Wir treffen uns dann im Versteck. Raus hier. Mhm. Und jetzt folgen wir quasi der ganzen Bande einfach. Wir könnten jetzt auch noch woanders hingehen, aber das bringt uns aktuell nichts. Ich meine, schauen kann man ja mal kurz. Aber hier kommt man quasi auf den hinteren Bereich des Bahnsteigs. Da kann man ein bisschen über die Waggons klettern. Und da gibt es auch Zufallsgegner. Und das ist auch der Grund, warum ich da jetzt gerade nicht weiter vorwärts gehe. Genau. Denn, ja. Ich würde sie wohl schon schaffen. Aber man muss es jetzt nicht übertreiben. Und wir kommen noch in diesen ganzen Bereich. Deshalb, warum soll ich uns zweimal antun? Und hier müsste jetzt nämlich der Speicherpunkt sein. Genau. Speichern wir das Ganze ab. Wir sind quasi immer noch im Tutorial-Bereich. Also wir werden jetzt auch immer noch regelmäßig Erklärungen bekommen, was wir zu tun haben. Übrigens, dieser blaue Hintergrund, den kann man farblich komplett verändern. Ich denke, ich werde das ab und zu mal machen. Einfach, dass wir ein bisschen Abwechslung bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir da haben. Sprechen wir mal mit dem Typen. Was machst du da? Das geht aber nicht. Ich mache doch gar nichts. Willst du es dir ansehen? Es hat da oben Detonationen gegeben. Wenn der Pfeiler einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nicht mehr viel übrig. Naja, es hat keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Schau nur, das ist gigantisch. Ja, das ist nämlich jetzt, soweit ich weiß, der Träger, der die obere Platte hält. Und natürlich, wenn der jetzt explodiert oder zum Einsturz gebracht wird, dann donnert die komplette obere Platte auf die unteren Sektoren und auf die Slums runter. Also Midgar ist jetzt keine schöne Stadt, aber es ist, glaube ich, die größte im ganzen Spiel. Ich überlege gerade, ob Junon, nee, Junon ist, glaube ich, auch nicht groß. Also Midgar und Junon, die zwei, Junon ist eine ganz andere Art von Stadt, aber das kriegt ihr alles noch zu sehen. Ach, was für ein seltsamer, aber schöner Anblick. Na, schön. Gehört alles mir, aber du kannst herkommen, wenn du möchtest. Mach's gut. Ein bisschen größenwahnsinnig, der gute Mann. Jo, Cloud, hierüber sofort. Ja, das ist jetzt ein Teil des Slums. Und da befindet sich das Versteck. Und da wird ordentlich geballert. Mhm. So, wir können uns jetzt hier theoretisch schon ein bisschen umsehen. Es gibt ja auch einiges zu entdecken. Bei einer möchte ich gerade mal kurz gucken, weil sonst vergesse ich das nämlich. Nee, scheint alles noch zu sein. Komme ich da wirklich nirgends? Doch, da komme ich rein. Aber da wollte ich jetzt noch gar nicht hin. Das sind nämlich Läden. Aber ich kann mit diesen Läden noch nicht viel anfangen, denn wir haben heute geschlossen, kommen morgen wieder, genau. Denn wir haben eigentlich noch fast kein Geld. Und wir wollen ja erstmal unser Geld von Barrett abstauben. Deshalb, wir haben noch Gelegenheit, uns hier alle Räumlichkeiten anzugucken und das werden wir auch noch machen. Ich mache nicht auf, hau ab. Da können wir dann überall noch rein. Aber erst müssen wir mit Barrett reden und unser Geld holen. Mhm. Rein da. Und ich würde sagen, das machen wir morgen. Morgen holen wir uns unser Geld. Ja, ist ja gut. Bewegt deinen Hintern. Ja, ja, alles klar. Ich gehe mal kurz ein bisschen auf die Seite, dann kann er mich nicht voll sülzen. Morgen werden wir eben das Versteck betreten. Wir werden einen weiteren Hauptcharakter kennenlernen. Und dann gucken wir uns hier die Slums ein bisschen an und gehen ein bisschen shoppen. Und schauen mal, was Midgar noch zu bieten hat. Denn, wie gesagt, es gibt ja mehrere Reaktoren. Und
Eigentlich wollen wir nur unser Geld holen und abhauen, aber so einfach wird es wahrscheinlich auch nicht sein, denn das Spiel dauert ja bekanntlich ein bisschen länger. Ich hoffe, euch gefällt's. Gebt dem Spiel eine Chance, falls ihr es nicht kennt. Es nimmt noch richtig geil Fahrt auf, auch was die Story angeht. Es wird noch so tolle Charaktere geben, so tolle Schauplätze. Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Macht's gut. Tschüss.